Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Und weiter geht's bei Sexfragen und Antworten. Oh, sorry. Die witzigsten Sexfragen und Antworten. Und viel Spaß! Ja, der Gedanke. Hurensohn! Boah! Toll, Alter, egal, mich wird das jetzt nicht irgendwie. Oh, geht doch, Alter. Hat aufgehört, Alter. Wehe, das mir nochmal an. Auf jeden Fall, wo waren wir stehen geblieben? Ist der Gedanke süß von ihm? Genau, der Gedanke ist zwar süß von ihm, allerdings ist es so, dass, ja, wie soll ich sagen, er weiß doch gar nicht, wie es da mit anderen Frauen ist. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit bei ihm viel höher, dass er seine Frau betrügt. Ja. Als bei uns. Ja, ja, natürlich. Wie du, sagen wir mal bei Giorgio. Ich weiß nicht, ob deine Freundin das jetzt weiß, sondern ob ich was verrate, aber Giorgio hat er auch nicht. Die Freundin, die er hat, war nicht seine erste. Nein, das ist und ja Giorgio klar. Weiß ganz genau, wie es ist mit anderen Frauen. Jetzt hat er eine Freundin und weiß, okay, diese Freundin ist eigentlich perfekt für ihn. Genau. Und deswegen, er weiß einfach, wie es mit anderen Mädels ist, er weiß aber auch, wie es mit ihr ist. Und er hat sich für sie entschieden, weil es ihr mit ihr am meisten gefällt. Genau. Und jetzt, Kumpel, Digga, wenn du das siehst, ne, dann, du kannst nicht, ja, wie soll ich sagen, ich glaube, das ist sowieso eine Ausrede, ne, weil er halt nicht weiß, wie man Mädels und sowas, ne, aber, ja. Warte, darf ich Ihnen einen Rat geben? Ich meine, ich bin jetzt mal außerhalb und sehe das außerhalb, so. Okay. Pass mal auf, Kollege, wenn du dir wirklich diesen süßen Gedanken hast, der ist ja wirklich unwahrscheinlich süß und jede Frau würde dahin schmelzen, wenn du das zu ihr sagen würdest, aber die bittere Realität ist einfach die, dass man auf jeden Fall mehrere Früchte ausprobieren muss, bevor man seine Lieblingsfrucht findet. So, und so sieht es einfach aus. Ja, ganz genau so ist es. Mehr kann man nicht sagen. Ich meine, es ist sogar bewiesen, Digga, sogar bewiesen, dass Männer, die, ja, wie soll ich sagen, die was vorher mit anderen Frauen hatten und dann in der Hochzeit gehen, die bleiben länger zusammen. Ja, ist ja auch so. Das ist sogar bewiesen. Also die haben ja auch nicht das Verlangen, guck mal, von innen sind sie alle rosa und es fühlt sich halt, es ist halt immer dasselbe. So, ich möchte auch mal einen Appell dazu raushauen. Leute, wenn ihr eine Beziehung habt, ja, ihr müsst nicht fremdgehen, Alter, kommt nicht mit so einer Scheiße, weil was bringt das denn? Wie gesagt, es ist ein bisschen anderer Penis, ein bisschen dicker, ein bisschen kleiner, ein bisschen größer, ein bisschen dünner, so, und ein bisschen andere Muschi, ein bisschen enger, ein bisschen schöner, ein bisschen... weiß ich nicht, feuchter, ein bisschen, was weiß ich alles, aber im Großen und Ganzen ist es immer dasselbe und es wird halt auch immer zu viel darauf bezogen, das Leben ist einfach geil, Alter, und wenn ihr eine Freundin habt, dann bleibt ihr treu und wenn ihr einfach noch nicht bereit dazu seid, dann fickt euch im Leben rum, so, fertig. Fickt einfach im Leben rum. Geht da nicht in eine Beziehung, genau. Sondern bleibt einfach treu, weil ich weiß nicht, ich kann es einfach nicht verstehen, die Jungs, die immer fremd, ich bin ganz ehrlich, hatte noch nie das Verlangen, fremd zu gehen und die meisten gehen ja einfach fremd, die trinken Alkohol macht ja. Lust und so weiter und so fort und das ist dann auch der Grund, wieso, ja, viele fremd gehen, weil Alkohol in diesem Moment Lust macht. Alkohol ist wirklich so ein extremer Lustmacher und deswegen gehen viele auch fremd. Jetzt mal auch abgesehen, ohne, aber guck mal, Digga, ich sag mal so, überhaupt fremd zu gehen, das kann man nicht verzeihen. Ich sag dir auch wieso, und zwar beim Fremdgehen, da hat man wirklich eine lange Zeit, es sich nochmal zu überlegen. Ich meine, ihr müsst euch ausziehen, ihr könnt nicht einfach so loslegen. Es ist schon allein während der Zeit des Ausziehens. Wenn man sich da nicht umentschieden hat, dann will man es auch. Ja. Und wenn man es will, dann... Ich zum Beispiel könnte niemals mit einer Frau zusammenbleiben, die mit mir fremdgehen würde. Nee, würde sie sowieso nicht. Ey, Digga, guck mal. Ich würde mir gar nicht mehr wohl vorkommen, weil ich mir einfach beschmutzt Digga, in meiner Ehre vorkommen würde. Digga, das hat doch nicht... Ja, natürlich, das sowieso. Aber allgemein, dass irgendwas anderes drin war und dass man sich irgendwie... Das ist einfach so ekelhaft, Alter. Ich könnte so da reintreten dann in die Alte, ne? Ich könnte so in die reinhauen, Digga, Alter. Was ich machen würde, mir wäre das egal. Ich würde einfach abhauen und sagen, ja, schönes Leben. Nein, Digga. Daran sieht man, dass du noch nie richtig verliebt warst. Wenn du richtig verliebt bist... Digga, hör zu. Hör mir zu. Wenn du richtig verliebt bist und dir eine Frau das antut, ne? Ist es für dich das Schlimmste, was es auf der Erde gibt. Weil dir wird das Herz wirklich aus der Brust gerissen und komplett zerstückelt. Und das wirst du nicht einfach so wegstecken können, indem so, ja, hast halt Pech gehabt. Nein, Digga, ich bin auch ein harter Kauz und so. Und ich wüsste ganz genau, mich würde sowas auch zum Boden reißen. Zum Boden reißen, Digga. Vielleicht würde ich dann nach ein paar Tagen wieder drauf klarkommen. Ich würde niemals so diese Schiene fahren. Oh, mein Leben ist kaputt. Nein, Digga. Ich würde immer noch wissen, okay, alles klar, ich bin ein wertvoller Mensch. Viele Frauen da draußen wären bestimmt interessiert an mir. So würde ich einfach denken. Und dann würde es auch weiter so laufen. Und ich
nach 2-3 Tagen wäre auch bei mir schon Pillow wieder. Weißt du, was ich meine? Es gibt natürlich welche, die hängen da Wochen, Monate, Jahre, Alter, dahinter und denken sich, oh, mein Leben hat keinen Sinn mehr, es war so schön damals, weil sie einfach die negativen Sinne wieder vergessen und die negativen Eigenschaften davon, und das regt einfach übelst auf. Aber wie gesagt, Digga, wenn du dich irgendwann wirklich verliebst, richtig verliebst, dass du wirklich alles für diese Person machen würdest und du mit der schon mehrere Jahre zusammen warst, dann wird es dich zu Boden reißen. Das kann sogar sein, ja. Aber das Ding war einfach, ich hatte bis jetzt eine Person, in der ich mich verliebt habe, und da war ich auch so einer, der gesagt hat, oh Mann, ich war richtig eifersüchtig, ne, Digga, ich war richtig eifersüchtig, sie hatte immer einen besten Freund, ne, das hat mich immer übel angekotzt. Er hat mich immer übel genervt. Es gibt bei mir so oder so nicht so die Freundschaft zwischen Mann und Frau. Nee, das gibt's auch nicht. Das ist totaler Unsinn, totaler Bullshit. Irgendeiner von der Partei findet den anderen immer attraktiv, ist ja einfach so. Vor allem meistens immer der Mann, die Frau. Und das ist einfach so, dass die Männer irgendwann auf die Frau stehen. Das ist einfach so, Punkt. Ja. Oder mit ihr schlafen wollen oder was auch immer. Und da, ab da hört die Freundschaft schon auf. Und da war ich auch extrem eifersüchtig drauf. Allerdings muss ich sagen, dass ich meine, mittlerweile vielleicht auch, weil ich mich nicht mehr so verliebt habe in der Zeit, weil ich einfach nicht, ich meine, ich kenne so viele Mädels, aber aus irgendeinem Grund, man kann sich einfach nicht in jedes Mädel verlieben, da bringt es auch nichts, sich einzubilden. Ich habe auch ein Video auf meinem zweiten Kanal, auf meinem Let's Player-Kanal habe ich halt ein Video gemacht, ein Vlog, wo ich gesagt habe, ja, ich habe jetzt eine Freundin, zwei Tage später habe ich ihr gesagt, ja, ich habe nochmal mit ihr gesprochen und gesagt, eigentlich liebe ich dich gar nicht. Ich wollte dem Ganzen eine Chance lassen und, da habe ich gesagt, ja, eigentlich ist es nicht so dieses Gefühl. Aber Digga, dazu habe ich ja auch schon mal was gesagt. Ich habe dir gesagt, man kann sich Liebe nicht erzwingen. Ja, ganz genau. Wenn du dich verliebst, dann spürst du das sofort, wenn du die Person siehst. Ja, das stimmt, ja. Du bist direkt, wie soll ich sagen, ich weiß noch, wie ich damals meine Freundin kennengelernt habe, Alter, ich hatte die übelsten Schmetterlinge im Bauch, weißt du, was ich meine? Übelst, so richtig das Gefühl, Alter, was ist das für ein Hammermädchen, Mann? Das war einfach so ein, boah, Alter, ich habe mich direkt verliebt, so übertrieben verliebt. Ja, das hatte ich einmal in meinem Leben bei einem Mädel, mit der habe ich mich getroffen. Nee, ohne Scheiß, nicht mal bei meinen ganzen Beziehungen. Nicht mal bei einer meiner Beziehungen, bei keinem Mädel, hatte ich sofort das Gefühl, übrigens, ich bin nicht schwul, ne? bei keinem so richtigen Mädel, doch einem nur, das war wirklich nur eine Mädel, das war, als ich ungefähr 14 war. Und ich war halt als 14-jähriger Junge nicht gerade so der, ja, sag ich mal, ich sah nicht so gut aus, ne? Ja. Oder so. Dann habe ich mich halt mit der getroffen und dann sind wir ein bisschen rumgegangen, ich habe gar kein Wort rausbekommen und ich kam einfach nicht auf mein Leben klar auf die, weil, weißt du, ich war übel, Digga, ich war so verliebt in die, ne? Und ich war wirklich ich hatte gar keinen Style, gar nichts, ne? Gar nichts. Und das war auch der Grund, wieso es einfach nicht geklappt hat, ne? Ja. Und, boah, das hat mich dann übel verletzt, als die einen Freund hatte, Alter, hat mich das angekotzt, ne? Boah, ich war so verletzt, Leute. Allerdings, das war wirklich das einzige Mal, wo ich wirklich Schmetterlinge im Bauch hatte, aber das war halt meine eigene Schultern, weil ich einfach keine Ahnung noch in diesem Alter, ne, von allem hatte. Ich meine, mein erstes Mal hatte ich auch mit 17, ja. Und mit 14 war ich noch so ein kleiner Hosenscheißer, der einfach gar keine Ahnung hatte. Und ich war, wirklich, das war ein Mädel, wo ich wirklich richtig, richtig Herzklopfen hatte. Ich habe mich so gewünscht, immer abends gehofft, ne, dass wir irgendwie zusammenkommen. Aber seitdem habe ich kein Mädel gefunden. Was wieder so ist, weil ich muss persönlich sagen, ich stehe halt auf diese, ja, wie soll ich sagen, auf diese hübschen Mädels. Also ich zum Beispiel, bei mir muss das Mädel hübsch sein. Ich weiß nicht, ich werde auch nie lügen. Was ist bei mir so? Ich achte aufs Aussehen. Ja, wer nicht? Ja, und das Ding ist einfach, dann habe ich noch so ein, ich tendiere dazu, so mich in so Charakter zu verlieben, die extrem süß sind, so diese, mit dieser süßen Stimme und dieses bisschen schüchtern, ne, aber so, dass man trotzdem noch mit ihr Spaß haben kann. Ja. Und dieses Mädel habe ich einfach nicht gefunden, weil es einfach nicht so viele davon gibt, entweder sie sehen gut aus, sind arrogant, oder sie haben einen süßen Charakter, sind aber fett oder so, keine Ahnung. ich weiß nicht, ich würde auch niemals mit einer Fetten zusammenkommen. Nicht unbedingt, weil sie schlecht aussieht, sondern auch, weil eine, ja, erstmal abgesehen von Krankheiten oder so, eine dicke Frau einfach nur widerspiegelt, dass sie faul ist, dass sie nicht gerade auf sich achtet oder so, was ich meine? Ja. So, eigentlich, ich rede nicht von diesem kleinen Bäuchlein oder so, von diesem bisschen Speck, davon rede ich gar nicht. Ich persönlich mag auch eher Frauen, die wirklich schlank sind, aber ich habe auch nichts dagegen, wenn die so ein Bäuchlein hätte oder so. Allerdings rede ich von diesen ziemlich, also noch dickeren Frauen, die ist übermollig, weißt du, was ich meine? Ja. Ich weiß, sowas, das spiegelt einfach wieder, dass die sich nicht pflegt und so weiter und so fort. Und deswegen würde ich mit so einer niemals zusammenkommen, niemals. Ja. Ja.
Da würde ich mir auch irgendwie zu toll vorkommen, weil ganz ehrlich, eine Frau, die ich nicht pflegt, ich kann das nicht ab. Ich sag auch ganz ehrlich, bevor ich mich mit Mädel treffe, sage ich auch, obwohl ich die noch nicht kenne, mach dich schick, sage ich immer. Damit die weiß, okay, die soll sich Mühe geben, weißt du, die soll nicht einfach so irgendwie wie ein Penner hinkommen, die soll sich schon schick machen, deswegen mach dich schick und sei pünktlich, ganz wichtig, ich würde niemals, ich würde niemals schreiben, mach dich schick, weil ich finde, eine Frau, die sich pflegt, die macht dich automatisch schick. Ja, natürlich, aber du willst zeigen, du bist was Gutes gewohnt. Ja, nee, und das hat immer geklappt. Nee, doch, nee, Digga, hundertprozentig. Nee. Da bin ich eine ganz andere Meinung als du. Du kannst mich auch nicht überzeugen. Nimm mal Penis aus dem Mund, Digga. Du wirst mich niemals überzeugen können, Alter. Jo. Das ist ein... Digga, Tanner, einfach... bitte mehr hörst davon. Du, ich sag euch meine Meinung, da kannst du den Abonnenten eine Meinung sagen, okay? Und zwar, wenn ihr eine Frau schreibt, macht dich schick. Also, bevor ihr euch mit ihr trefft, macht dich durch ein bisschen schicker, ne? Oder macht dich schick oder was auch immer. Dann zeigt ihr, dass ihr wirklich hübsche Frauen gewohnt seid. Und eine Frau, die weiß, dass ihr hübsche Frauen gewohnt seid, die will natürlich mit den Frauen konkurrieren können. Und deswegen wird sie sich noch schicker machen und sich extra Mühe dafür geben, weil sie ganz genau weiß, ihr könnt noch mehr Frauen abbekommen. Und jetzt kannst du deine Meinung dazu abgeben. Okay, jetzt sag ich meine Meinung. Ja. Yep. Also, ich finde, man schreibt sowas gar nicht, weil man will ja herausfinden, ob diese Person wirklich auch sich, ohne dass man dieses Appell loslässt, ob sie wirklich gepflegt ist und diese gewissen Glanz mitbringt, wenn man sich das erste Mal trifft. Das kann man natürlich auch so sehen, aber ich sag's mal so, du siehst die Frau ja schon vorher auf Bildern, Digga. Ja, du aber nein, Digga, aber du würdest dann denken, so, okay, alles klar, vielleicht hätte sie sich jetzt gar nicht so schick gemacht und sie spielt eine Rolle. Okay, Digga, das kann zwar jetzt sein, allerdings gehe ich von einer Frau aus, ich finde, mittlerweile ist es einfach Standard, wenn man ein Date miteinander hat, dass man sich schick macht. Ich weiß nicht, das ist für mich Standard, ich weiß ja nicht, natürlich ist das Standard, Digga, deswegen sagt man es ja auch nicht. Genau, warte, es ist Standard. Und ich will ja auch nicht, ich weiß ganz genau, ob ich das jetzt sage oder nicht, sie wird sich eh schick machen, das weiß ich auch, ne, wenn sie zum Beispiel schöne Bilder hat, wo man sieht, okay, die hat sich schick gemacht, aber wenn die sich, die wird sich... Ich weiß es ganz genau, schick machen, weil das ja ein Date ist. Sie will auch irgendwie nicht als Penner dastehen. Ist ja logisch. Jeder macht sich zum Date schick, Digga. Jeder. Deswegen. Aber wenn man ihr sagt, Digga, wie gesagt, wir haben da einfach unterschiedliche Meinungen. Kann ja auch sein. Könnt ihr überhaupt mit uns mitdiskutieren, was ihr dazu sagt? Vergesse ich immer zu sagen, dass die Leute das auch in die Kommentare schreiben sollen und so weiter und so fort. Schreibt mal in die Kommentare, soll man sagen, dass man sich schick machen soll, oder soll es doch derjenige sein, okay, alles klar, man will ja herausfinden, ob die also, Person Leute, pass auf. So, das Video ist nun vorbei, also wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr euch auf morgen freuen, da kommt gleich um 16 Uhr der nächste Part hoch. Außerdem abonniert jetzt meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen, lasst ein Like da, drückt den Daumen nach oben Button, damit du uns unterstützt, das hilft uns wirklich sehr aus, mehr als du denkst. Und dann, genau, antworte in den Kommentaren über das, was wir gesprochen haben. Solltet ihr dem Mädel sagen, dass sie sich hübsch machen soll und so weiter und so fort. Was denkt ihr dazu? Schreibt mir in die Kommentare und dann sage ich nur noch 3, 2, 1. Tschüss!